Hallo und herzlich willkommen hier zurück im LS17. Mit dabei wieder unser Bauernlümmel, der Thorsten. Ho, ho, ho. Und unser lila Längser. Oh, verkneif dir diese scheiß lila Längser langsam. Moin, moin. So, liebe Gemeinde, das ist unser neuer Bauwagen hier, war voll geil geworden, ja. Haben wir frische Tapete dran geklatscht, die haben wir extra aus dem Baumarkt geholt gehabt. Ja, sieht ein bisschen nice aus. Ehrlich. Ja. Ich dachte schon, du hast deine Kinder drauf losgelassen. Genossen. So. Also, was haben wir jetzt vor? Wir haben vor, dass wir oben den Wald ein bisschen aufräumen. Das Strom muss Baustelle. Ja, das Strom muss noch eingesammelt werden. Und ja, ich springe jetzt mal in den Trecker hier. So. Und fahre erst mal rauf in den Wald. Und ihr so? Ich glaube, Thorsten ist wieder weg. Okay. Na, das den Server verlassen. Läuft echt prima. Schon wieder macht weiter. Ja, das ist natürlich sehr bescheiden. Ja, ohne Thorsten ist das jetzt schon ein bisschen doof. Aber gut, okay, kämpfen wir uns wenigstens diese Folge mal durch. So. Und ich komme dann auch mal mit einem neuen Spielzeug in den Wald. Oh ja, erzähl mal langsam. Ja, da wir das letzte Mal so schöne Probleme hatten mit diesem Schild, habe ich ein bisschen rumgesucht und habe auch eins gefunden für Multiplayer. Das werden wir jetzt mal antesten. Sehr schön. Wie das so funktioniert. So, wir fahren hier schön einen auf, schön in Ruhe alles. Schön. Macht so Sound. Oh. Ja. Könntest du sogar eine Anhängerkupplung dran machen? Was? Könntest du sogar eine Anhängerkupplung hast du da dran? Warte mal, längst noch was daneben. Ich hab ein Schild. Schuhregal. Meine Zeitung. Mir wird jetzt meine Zeitung sogar gebracht und das ist ja der Wahnsinn. Ja, alles klar. So, warte mal, wo müssen wir hier? Ach, da drüben steht's doch schon. Alter, jetzt hat eine Kälte rein hier, macht's Brett ran. Doch. So. Gute Mutti. Stell den Hänger gleich mal hier drunter. Aha. Und nach der Aufnahme werde ich auf jeden Fall mal mein Spiel neu starten. Yay, aus die Erfolg! Sie funktioniert, ist ja geil. Yay! Achso, oh, was ist denn hier los? Alter, wir hatten die großen... Komm her, guck's! Ja, warte. Ach hier. Der Längser. Geil. So muss es sein. Hey, ich will mal gucken, kann ich da auch mehrere Bäume mit markieren? Ja, ja, du kannst mehrere Bäume anhängen. Endlich eine Winde. Dann können wir die Stämme nämlich alle schön zusammenziehen und dann eigentlich mit dem Frontlader auf den Hänger schmeißen. Das wäre ein bisschen vorteilhafter auf jeden Fall. Jo. Ich suche gerade schon die passenden Stämme zusammen. So. Ups. Was hast du jetzt gemacht? Ja, wir sollten die zwei Bäume, die weiter weg auseinander sind, binden. Nein. Häcksler anschalten. Ja, ich bin jetzt auch schon. Nicht, lass es stehen. Räucher. Ja. Ha. Alter, das kann ich doch niemals anpacken. Das ist viel zu schwer. Wir hatten das hier draufgelegt. So, jetzt geht's. Alles klar, ich kann nicht weiter schwimmen mit dem Aufnahme. Nein, da ist eh kein Platz gerade.
Alles klar. Hauerunde gleichfalls. So. Alter, das Beschissene ist halt auch, dass wir jetzt hier alles alleine aufräumen müssen. Ne? Der hat hier alles, Kannst du mal den einen... Ja, brauchen wir auch mal. So. Kann ich das anheben hier? Meinst du, der ist zu schwer da? So, guck mal, was ich hier vom Ding hochheben kann, Alter. Guck dir das an, was ich für ein Typ bin, Junge. Ich bin voll der Muskelhans. Wo ist es denn? Du hast ein Brett vom Kopf. Wo ist es denn jetzt hin? Wie weg, Gaby, ganz weg und Kobi kommt nicht wieder. Das ist weg. Oder ist es der? Nee, es ist der hier. So. Alter, müssen wir die ganze Scheiße hier alleine aufräumen. Guck dir das an. So einfach hat sich das der Thorsten gemacht hier. Guck, da ist er wieder. Juhu. Ja, kannst vergessen, dass ich hier deine ganze Scheiße mit aufräume, Junge. Ja, sorry, es tut mir leid. Was ist denn jetzt los mit deinem Rechner? Ja, der ist sehr eigenwillig. Das ist zum Kotzen. ja. Alter, ich krieg den Stamm nicht hier rein! Was? Du kriegst den Stamm nicht rein? Ja. Das Loch ist eng. So. Nein! Oh, jetzt war er drauf und ich hab... Och, Mann! Ich bin heute... Ich würde sagen, ich bin jetzt gerade erstmal so als... Ja, nur als Off-Stimme quasi dabei. So lange, bis das hier gerade wieder funktioniert irgendwie. Naja, du... Also nachher, du musst dann auf jeden Fall nachher mit rein, weil den Scheiß hier, den kannst du schön mit selber aufräumen. Ja, klar. Wir können ja mal. Kannst du mal überlegen, was dein Laptop schafft? Da müsste ich erstmal alles rüberziehen, etc. pp. Also, ich weiß nicht, ob er das packt, ganz ehrlich. Du immer mit deinem etc. pp. Ja, nu. Leute, das sagt er nicht nur so, das schreibt er auch immer überall, ne? Sorry. Ich finde das lustig. Alter, heb das jetzt an. So. Also ich weiß nicht, die Stücken, die tut's auch schon wieder rumteleportieren hier. Alter, geil, wie das Ding da reinbellt, Junge. So, wir müssen nämlich ein bisschen Ballett machen, weil den Häcksler, wie gesagt, der Häcksler ist nur gemietet. Jo. Wie, man kann sich die Sachen auch nur mieten? Ja. Aber bezahlst du halt täglich dann dafür. Achso, okay. Nur jetzt also Kronfahrer nicht schlecht. Hä, Objekt zu schwer? So übelst klein geschnitten. Kranfahrer ist hier. Ich hol mal mit dem Trecker Dings. Ja, der Hänger steht ja schon da draußen. Ja. Och ne, ja. Da haben wir wieder das Problem hier, da hat irgendeiner die Stuppen so hoch abgesägt, dass du keinen Platz zum Rangieren. Wer war denn das los? Kriegst du einen blanken Hals, Alter. Ups. Komisch. Alter! Ich muss erstmal hier die Stämme auf dem Feld aufladen, so kann ich hier nicht weg.
dazu habe ich sie da hingezogen. Ach, du hast sie gerade hier. Ach, das ist aber schön. Längser, das ist ja ein Träumchen. So, keine Ahnung, was mein Greifer gerade vor Fasching macht. Versuchst du dir schon so hinzulegen, dass du vielleicht nur. Längser, da ist noch Ast dran. Na, wer hat denn da nicht richtig abgesägt? Wie gingen hier die Stützen nochmal aus? Keine Ahnung. So. Alter, machst du meinen Traktor in den Arsch oder was? Sag mal. Jetzt los. Ja, die Stämme sind. Der eine Stamm hat sich ein bisschen hinter seinem. Nicht vor seinem Trecker. Ja, bissel, Alter, du tust ja alles. Ach, der Typ. Ich hab halt Leistung. Alten Scheiß. Geht das so, oder? Jetzt geht sich gar nichts an. Ich muss ja nicht auf laut. So. Shit, oh, wie gehen denn nur die scheiß Stützen? Und dort die Bäume risch entasten. Jetzt hab ich die hier am Greifer und da ist noch ein Ast dran. Dann krieg ich wieder einen Hals, Junge. Wo ist da noch ein Ast dran? Hier ist ein Ast dran, Klötze. Nicht in einem Ästchen. Da krieg ich mal mehr Geld, Junge. Weg. Wegen ein Ästchen. Also, ja. Wer hat denn hier gewütet? Ich oder? Wir nennen keine Namen, Thorsten. Ja, Osti, ich weiß. Sieh zu, dass du deinen Arsch hier rein bewegst. Ja, ich bin ja schon dabei. Ich versuche ja mein Bestes, aber ich kann es nicht ändern. Ich kann momentan für nichts garantieren. Das ist das Problem. Du garantierst uns sowieso immer nichts. Ich kann für nichts garantieren gerade. Hat mir nicht letztens wieder jemanden, der hier für Ordnung ist? Im Gespräch. So. Alter, wie kann ich denn jetzt hier wechseln? Und wegen den scheiß Stützen. Ich weiß nicht mehr, wie das ging. Ja, das mit den Stützen hatte ich auch so meine Probleme. Jetzt kommt der Lauch noch rein hier, Alter. Übelste Wartezeit schon wieder. Oh. Sorry. So. Guck dich mal Hamster, den kannst du dann da reinsetzen, dass dein Internet besser läuft. So. Ich bin jetzt zumindest schon mal drin, das ist schon mal etwas. Hey, wow. Jetzt... Bis später, Thorsten. Bist eh gleich wieder draußen. Ja. Ja, beschrei es nicht, Mensch. Die Kiste muss heute noch ein bisschen laufen. So, ich bin da. Versuch es zumindest. Ohne Garantie. Kannst mich heute quasi als Gast eintragen. Alter. Gast oder Last? Das kannst du auslegen, wie du willst. Ah, fein machst du das, Osti. Fein. Als Maul. Sehr schön. Ein Profi am Werk. Man muss dich ja auch mal loben. Klatsch gleich. Lob nicht zu viel. Es geht sonst in die Hose. Jetzt gucken wir mal längsam, bevor ich wieder rausfliegen sollte, was er hier fabriziert. Ja, dein Müll hier aufräumen. Soll ich noch was klein sägen davon? Ach, jetzt weiß ich, wie es mit den Stützen geht. Das ist ja geil. Nee, jetzt mal ernsthaft. So, du schleifst da gerade was mit dir rum. Das ist auch so gewollt. Ach so. Das ist das neue Schild. Das ist so gewollt, dass ich das unter mir her schleife. Achso, ich sehe es gerade. Ja, nee, ich wollte jetzt fragen, ob ich die Dinger noch zersägen soll oder. Nein. Gottes Willen. Warte mal. Du kannst. Was hier noch so Kleinzeug ist. Was beim Häcksler liegt. Ja, es liegen auch gute Stämme noch bei dem Häcksler. Du kannst die mal noch so ein bisschen auf Länge bringen. Die hier noch, die längeren. Also das, was hier so. Hier liegt ja noch kleine Dinger, ja. Ja, und ordentlich entasten, sonst beschwert sich der Kranfahrer wieder. Ja, warte mal, wie komme ich noch?
Wie komme ich nochmal auf die Kettensäge? Mausrad. War das? Mausrad. Ach ja, stimmt. Alles klar. Okay. Hier lag doch vorhin jetzt auch noch Astrum, der mich genervt hat. Ja, ich werde die Dinger hier... Ah ne, das Ding ist ja noch gar nicht an, ne? Der Häcksler ist an. Alles an? Ja, das, die dann... das liegt nur nicht weit genug drauf. Siehst du es an? Ja, ja, ja. So. Wieso mal alles so sagen? So, Delle. Kann ich auch sagen. Nee, lass mal. So. Das klingt nicht so geil. So, das passt in Ordnung. Boah, die... Also wenn wir so die kritischen 6 Minuten überstanden haben, dann sollte alles gut sein. Wenn. Ja, wenn wir das überstanden haben, dann wirst du dir deinen Trecker schnappen. Ich werde dir eine Stumpenfräse mieten. Du machst die Stumpen weg. Jawohl, ja. Das heißt Stumpen. Oh, hier hinten liegt auch noch jede Menge Scheiße. Ja, alles was gutes Holz ist, ziehe ich jetzt zu weit raus. So, keine Panik, ich mache hier nur die Äste ab. Naja, das ist da ist schon Panik genug. Ich mache nur die Äste ab. Alles ist gut. ich habe Angst. Wenn langsam mir hier das Go gibt, dann mache ich hier Kleinholz, aber vorher nicht. Ich gebe dir gar nichts. Also wie ich hier Chef bin. Weil hier ist noch nie eine Menge Krampel hier. Was ist denn das hier für ein Döns? Na. Kann ich die erst ab der bestimmten Länge anhängen oder was? Wie ist denn das mit den dünneren Enden? Die dünnen Enden kannst du mit durch den Häcksler lassen. Jo, die kommen okay. Auf jeden Fall durch. Alles klar. So, dann mache ich die hier mal klein, die dünnen Enden. Na, so, dass du drauf kriegst. Warum kann ich diesen einen Stamm nicht anhängen? So Leute, it läuft, it läuft. Da haben wir halt schon wieder einen Hänger voll, dann können wir das erstmal runterfahren ins Sägewerk. Wir bräuchten halt noch mal irgendwie was Geiles. Ich bin noch da. Ja, was denn? Scheiße. Meine Frage, liegt bei euch hier, wo ich gerade stehe, noch ein Stamm rum? Frag mal einen Lümmel. Ich kann gerade nicht. Forsten? Wo? Unter mir liegt da noch ein Stamm rum bei euch. Ja, warte, ich komme. Also von hier aus sehe ich nicht. Also da, wo du bist, ist hier nur hier das Ding hier, was angekettet ist. Ach so, bei mir liegt hier nämlich noch ein Stamm rum. Ich wundere mich, warum ich den nicht anketten. Nee, hier, wo ich gerade drauf stand, dachte ich. Nö, den hattest du angekettet, den einen, das ist okay. Jetzt ist wieder so weit weg. Ach, hier ist noch ein Stumpen, den nehmen wir mal. Ja, soll ich dir etwa in den Trecker fahren? Nee, lass es, ich krieg's schon. Ja, bei mir liegt hier nämlich noch ein Stamm rum. Na, hier liegt beim Häcksler noch jede Menge Gedöns rum. Ja. Vor allem hier auch an der Seite und so weiter. Da-d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 a. Party hard. Ich will es nicht beschreien, aber wir haben schon die kritische 6-Minuten-Marke überstanden. Das wow, dann können wir ja 10 Minuten aufnehmen dann. Ja, sorry, ich kann nichts dafür. Ey. Diese Gurke regt mich sowas von auf mittlerweile, ganz ehrlich. Das ist auch nicht mehr schön. Macht auch nicht mehr wirklich Spaß, wenn man immer gucken muss, ob es geht, ob es nicht geht. Längser, das hier mit auch durch ein Dings jagen, ne? Ja, ne? Diesen etwas längeren. Was, Davis? Tja, meine lieben Zuschauer, ich bedanke mich fürs Zuschauen und Hänger aus Folge. Ich weiß nicht, was hast du? Wir fahren dann erstmal runter. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss!